Es ist der Moment nach dem großen Knall. 2010. Auf Island bricht ein Vulkan aus und plötzlich Ausnahmezustand. Ein Riss in der Normalität. Davon erzählt die Schweizerin Gertrud Leutenegger in ihrem Roman Panischer Frühling. Sobald so ein Riss entsteht, werden oft Dinge möglich, die man vorher nicht geahnt, nicht befürchtet und nicht erhofft hat. Europa in der Warteschleife. Auszeit. Auch in London, im Leben einer Frau in den mittleren Jahren. Wie in einem Schwebezustand flaniert sie durch die Straßen und durch die Bruchstücke ihrer Erinnerung. Alle Geräusche der erwachten Stadt drängten ungehindert und geradezu triumphierend in die Leere empor. Sie trifft auf einen geheimnisvollen jungen Mann. Schön ist er und zugleich entstellt durch ein Feuermahl. Der Titel Panischer Frühling erinnert ja auch an Pan, den Hirtengott in der Antike, der dieses Doppelgesicht hatte. Einerseits verzauberte, verführte er die Menschen, andererseits versetzte er die Tiere in eben panischen Schrecken. Dieses Changieren zwischen Gegensätzen, zwischen Nähe und Ferne durchzieht diesen Roman. Ein Naturereignis gibt ihm seinen Rhythmus und die Stille danach den Zauber. Gertrud Leutneckers Roman Panischer Frühling hat die Jury überzeugt, weil es ein sowohl tiefsinniges als auch federleichtes Buch ist, geschrieben in einer poetischen, musikalischen und sehr exakten Sprache.